damit jetzt hin? Ich habe so eine Ahnung, wie das ausgeht. Aber ich halte erstmal die Klappe. Gucken, ob ich recht habe. Naja. Hau doch ab. Ah!
das Spiel ist noch lange nicht vorbei, wie es aussieht. Muss hier runterspringen, echt. Ah, super, jetzt sterbe ich noch einmal. Musste ja noch mal so kommen. Ja, scheiß Biester. Bald. Hier geht's hoffentlich auf die Straße. Straße wollte ich sagen. Oh. Komm schon. Nein. Nein, nein, nein. Das wäre ein scheiß Ende. Jetzt da eine Falle hängen geblieben und verblutet. Nee, oder? Das ist jetzt nicht passiert. Okay, noch scheint sie zu leben, irgendwie. Was ist das für Pfeifen? Lohnt sich für Sie der Weg überhaupt zurück? Ist ja. Hat sie verwischt? Nein, 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 alles gut.
Alles gut. Was gibt's da zu lachen? Du hast dir die Hose gemacht. Was hast du gesagt? Du machst mir Schüsse. Du lachst gerne, was? Steh auf. Hey, komm schon. Steh auf, das muss nicht sein, Mann. Sie ist total am Arsch. Los! Findest du komisch, hä? Das ist lustig. Ja. Ja, Dreck hast du dir deinen Gegner verschafft. Du sagtest Abby, du suchst deine Abby, oder? Wir haben vor ein paar Monaten einen geschnackt. Als ob. Sie ist groß. Blond. Hat Arme wie ich. Sie hat einen dürren Jungen dabei. Mit Narben am Mund. Ja, das ist sie. Lass mich gehen. Und ich sag dir, wo sie ist. Du kannst sie finden, bevor die Infektion sich ausbreitet. Rede. Sie steckt in einer Zelle, in unserem Lager. Was ist das? Du musst da bis zu den Schienen. Da kommst du zu einem Ressort. Wir halten sie in einem großen, runden Haus. Ich schwör's. War das jetzt nötig? Aber der Schuss war unnötig, fand ich. Findest du nie im Leben. Schien zum Resort. Großes, rundes Haus. Schien zum Resort. Großes, rundes Haus. Alles absuchen. Nicht, dass noch jemand rausgekommen ist. Achtet auf Infizierte. Ja. Wenn ich rausfinde, dass er Hilfe hat, gibt's hier verdammt nochmal Tote. Zeitverschwendung. Er hat schon länger Theater gemacht, ne? Hörst du das? Ich seh mal nach. Okay, eins kann ich noch anfertigen. Shit, falsche Taste gedrückt gehabt. Viel Energie haben wir nicht mehr.
hab echt verkackt. Wir sind fest! Hab sie! Gleich da! War jetzt nichts mehr machbar? Ich hab Pfeile, aber keinen Bogen, oder wie jetzt? Ja, natürlich geht das schief. Das ist doch nur noch Spiel ewig in die Länge ziehen. Wenn ihr mich fragt. Noch gefehlt, so ein Kack. Einmal ausgewischt, die Olle. Nageln Sie fest! Alles klar! Festnageln! Wir haben hier gleich das Land! Meine haben Helme auf. Habe ich das eben bei dem einen doch richtig geahnt?
Ja, Hund und so. Ist ultra unnötig, das Ende. Nichts anfertigen, du Genie. Hier drüben! Musste ich das tun? Verdammt. Oh fuck. Seite.
Ich war es das. Ja, super. Ja. Ohne Energie etc. Das überhaupt überlebt. Komm schon, komm schon! Du schaffst es! Ein kleines Stück, Kumpel! Lass ihn in Ruhe. Ach, ich spür doch nichts. Ja, scheiß drauf! Ich hatte ihm genau das versprochen. Das ist so ein abartiges Hobby. Wirst du bestimmt immer dich gefunden, oder? Anthony! Ich sterbe. War so klar. Yeah.
Stelle jetzt einfach nur noch beenden. Bis eben fand ich das Spiel noch gut, aber das finde ich unnötig. Was denn machen? Ich will da hinten rein.
wenigstens richtige Munition geben, wenn ich hier so eine Scheiße machen soll? Willst du noch einen Kaffee dabei haben, während du deine Patronen tauscht? Nicht entkommen lassen! Es müssen auch immer 50 Leute in einem Raum stehen, ne?
Ach, jetzt machen wir das mal ein bisschen anders jetzt. Naja, nicht wirklich. Ganz toll. Ich liebe dieses Spiel. Auch entkommen lassen. Jetzt haben wir wenigstens uns hier reingespeichert. Was ist passiert? Perfekt! Perfekt! Perfekt!
So schnell kann man überhaupt nicht die Waffen wechseln, wie ich das hier gerne hätte. Naja, wenn das so weitergeht, bin ich in 2 Stunden fertig mit dem Teil. Mal gespannt, was sie sich danach noch einfallen lassen. Dass hier das Finale jetzt endlich kommt. Ne, das ist nicht happy. Bestimmt schon tot. Ich das noch weiter. Na los. Ich habe gar keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Das heißt, jetzt kommt wirklich das Finale.
hat sich hier aufgehangen. Das macht ihr doch ähnlich jetzt, oder? Was passiert jetzt? Ist auf jeden Fall extrem abgemagert. Ach, das ist er. Die arbeiten jetzt echt zusammen. Also ich kann auf jeden Fall nichts tun, außer laufen. Deutlich verwundeter als sie. Hat sie jetzt endlich verstanden, dass es keinen Sinn macht, Rache üben zu wollen? Genial wäre, wenn wir uns entscheiden dürften. Ich kann dich nicht gehen lassen. Das machst du nicht im Ernst. Halt ihn da raus. Du hast ihn mit reingezogen. Okay. Jetzt einen Kampf. Ich
Es wird sterben, beide. Ist ja 2 gegen 1, wenn man nur da. Kloppen sich beide einfach tot, wa? Was trinkt ihr die jetzt? Natürlich beißt sie dazu. Ja, säuft die tatsächlich. Ja, und jetzt? Was bringt dir das, Ellie? Überlebt, als ob. Die Reaktion bin ich gespannt. Ich frage mich ja, wie die diesen Blutverlust überleben konnte, den sie ja hatte. Super geschützte Tür, muss man ja sagen. Das Haus ist ganz offensichtlich verlassen. Damit hat sie Dina und JJ komplett verloren. Die sind wahrscheinlich in Jacksonville bei den Eltern zurück.
Also wie ein belebtes Haus sieht das hier nicht aus. Ne, hier war ich ja gerade drin. Hier steht doch noch zu viel rum. Als dass sie ausgezogen sind. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Ja. Ich habe gerade den Gänsehaut ohne Ende. Woher hast du den? Von den Leuten, die hier letzte Woche vorbeikamen. Oh. Es ist mir etwas peinlich, was ich ihnen dafür geben musste, aber ist nicht schlecht. Ich hatte Seth unter Kontrolle. Ja, ich weiß. Und du musst aufhören, Jesse wegen meiner Patrouillen fertig zu machen. Das war nur ein Kuss. Er hat nichts zu bedeuten. Sie hat... Ich weiß nicht, warum sie das gemacht hat. Aber du magst sie. Ich bin so dumm. Weshalb, ich weiß nicht, was ihre Absichten sind, aber... Sie könnte sich sehr glücklich schätzen. Zu haben. Du bist so ein Arschloch. Ich versuche gar nicht. Ich hätte in diesem Krankenhaus sterben sollen. Mein Leben hätte einen scheiß Sinn gehabt.
Aber das hast du mir genommen. Würde ich es wieder genauso tun. Ich weiß nicht, ob ich dir das hier verzeihen kann. Aber ich würde es gern versuchen. Ja. Also mit Emotionen kann das Spiel auf jeden Fall umgehen. Oft ich schon Tränen in den Augen hatte, Gänsehaut, Grusel. Jetzt darauf sollte man auch von so einem Spiel erwarten können. Ist ja auch ein Horrorspiel. Beziehungsweise Zombiespiel. Jo Leute, und das war dann das Ende von The Last of Us Part 2. Also ich bin gerade noch so ein bisschen sprachlos. Ja, ich habe relativ viel über das Ende gemeckert, das stimmt. Es war auf der einen Seite wirklich ein bisschen zu lang, finde ich irgendwo, aber um die Kernmessage des Spiels herauszubringen, nämlich, dass Gewalt einfach zu nichts führt, außer zu noch mehr Gewalt und noch mehr Gewalt, war das Ende einfach perfekt, muss man schon sagen. Mich hat einfach auch genervt. Ich hatte eine Abendsession mehr oder weniger eingelegt und dachte mir so, okay, ist ja in der Stunde ungefähr rum, nö, dann passiert noch das, dann passiert noch das, das hat mich ein bisschen genervt. Deswegen kam ich zu der Reaktion der letzten paar Parts. Ja gut, dann reden wir jetzt mal vom gesamten Spieleindruck. Also was ich extrem geil finde an dem Spiel, das habe ich mehrfach erwähnt, das sind die Charakterentwicklungen. Und wie dieses Spiel es einfach schafft, ohne was zu sagen, eine Geschichte zu erzählen. Wenn ich da dran denke, wie sich Charaktere teilweise schwer verletzt irgendwie da rumschleppen oder abgemagert aussehen
Oder es gibt auch Szenen, wo man einfach nur mal in die Gesichter der Charaktere schauen muss, wie viele Emotionen man an der Hand der Gesichter nur erkennen kann. Einfach gut gemacht. Und auch so Kleinigkeiten, wie jetzt am Anfang, das fand ich zum Beispiel ziemlich cool mit dem Gitarrespielen oder der Schneeballschlacht. Grafik brauchen wir gar nicht drüber reden. Bombe. Es gibt in dem Spiel im Übrigen noch so ein paar Kleinigkeiten, die man hätte sehen können und Cutscenes, die jetzt in diesem Let's Play nicht vorkamen. Ich hatte mir überlegt, ich baue das am Schluss ein, aber das habe ich mich jetzt doch gegen entschieden, damit ihr das Spiel dann doch noch zu einem gewissen Teil selbst erleben könnt. Also ich finde, das Spiel kann man sich auf jeden Fall kaufen. Macht mega Bock. Ich fand diesen Teil jetzt im Endeffekt irgendwo doch besser als Teil 1 damals zumindest. Lag aber einfach daran, ich bin damals, als ich das Teil 1 zum allerersten Mal gespielt habe, mit einer ganz anderen Erwartung reingegangen als jetzt bei Teil 2. Und ja, was habe ich noch zu sagen? Ja, was ich ein bisschen schade finde, ist, man hat ja versucht, in der zweiten Hälfte des Spiels uns Abby Geschichte näher zu bringen. Irgendwo hat man ihre Taten verstanden, dann finde ich, ja. Aber ich war trotzdem die ganze Zeit irgendwo auf Eddies Seite. Und beispielsweise so Tode wie von Jesse oder auch von Mel und Owen, die waren für mich irgendwie bedeutungslos. Da hat das Spiel jetzt nicht ganz geschafft, da jetzt so die Emotionen reinzubringen, wie es beispielsweise bei Joel war oder wie es war, als man Ellie da fast tot gesehen hat, als sie sich zu Abby ganz am Schluss gekämpft hat. Das hätte ich viel schlimmer gefunden. Oder ganz am Anfang, als auch Joel gestorben ist, wie Ellie da am Boden lag, das war auch irgendwie sehr ergriffend. Ergreifend. Und sonst überlege ich gerade, kann man noch irgendwas zum Spiel sagen? Ja doch, da fällt mir noch eine Sache ein, und zwar hatte ich mir vor dem Spiel von verschiedenen Spieletestern Kritiken und sowas angehört. Da gab es einen Spieletester, der sagte, die haben zwischendrin den Schwierigkeitsgrad von Mittel auf leicht runterstellen müssen, weil er einfach zu fordert wurde. Und ich damals dachte, oh Mann, das kann es eigentlich nicht sein, da waren diejenigen wohl nicht gut genug. Ich habe selber mit dem Gedanken des Öfteren gespielt, ist nicht durchgezogen. Aber der Gedanke war da. Und ja, ich habe vielleicht an einer Stelle mal, wie erwähnt, die Helligkeit dann verändert, weil es einfacher dann wurde, das Spiel zu zocken. Aber für die Stimmung war es in diesem Dunkeln echt genial. Ich finde es auch einfach krass, wie dieses Spiel es geschafft hat, diverse Emotionen da reinzubringen. Trauer bei Joels Tod. Ja. Diverse Schockmomente, wenn dann ein paar Zombies reinkommen, dass man verkrampft da am Controller saß. Freude bei so Szenen wie eben mit den so Kleinigkeiten wie der Schneeballschlacht oder sonstigen Kleinigkeiten, die eben einfach schön waren, damit zu erleben. Beispiel das mit dem Apportieren mit Alice, dem Hund, fand ich irgendwie ganz süß. Da hatte ich komischerweise auch, als man Alice tot aufgefunden hatte, dann mehr Emotionen als bei Owen oder Mel beispielsweise. Auch ein bisschen ja, schlecht für das Spiel, dass es da besser gefunden hat als bei den Charakteren. Spricht nicht so ganz für die Story, muss man auch ehrlich sein.
Aber alles im Allem finde ich, wie gesagt, es ist ein super Spiel geworden. Nicht so gut, wie es manche Leute vielleicht darstellen, aber auch nicht so schlecht, wie es manche Leute darstellen. Ich weiß, das wurde jetzt schon oft thematisiert, aber zum Beispiel die Liebesbeziehung zwischen Ellie und Dina. Da heißt es von den Kritikern, ja, falls man dann einen Mann und eine Frau hingestellt, wäre es doch dasselbe gewesen. Hätte keinen Unterschied gemacht. Richtig, hätte es auch nicht. Aber das war die Entscheidung der Writer in dieser Story. Und wenn die das so wollten, dann wollten die das so fertig aus. Und auch, dass Abby ein Mann-Vibe war, in Anführungszeichen, wie es so schön heißt bei einigen. Ja klar, wenn du weißt, was ich, wann die angefangen hat, in der Armee zu dienen, kriegst du ein paar Muckis. Und das hat irgendwie ihre Story, glaube ich, sie als Bösewicht noch krasser dargestellt, fand ich. Die einfach dafür trainiert hat, um irgendwann vielleicht die Chance zu bekommen, Rache zu nehmen für ihren Vater. Und das hat sie ja dann auch, wie wir jetzt wissen. Aber gut. Das war eigentlich jetzt so das, was ich zu dem Spiel sagen kann. Und ich würde jetzt sagen, ich mache jetzt hier einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann wieder im Hauptmenü wieder. Da gibt es nämlich noch so ein paar Dinge, die wir uns angucken sollten. Also bis gleich, Leute. So Leute, wir sind jetzt hier in den Extras drinnen, in Concept Arts. Zeige ich euch einfach mal eine, die ich sogar gekauft habe, die obere hier. Da kann man sich jetzt solche Dinge angucken. Hier hätten wir Eugene zum Beispiel. Joel und Tommy in der Anfangsszene. Das sind auch schon wieder Joel und Tommy beim Reiten. Man halt alles freischalten durch Punkte, die man eben verdient, durch Trophäen sammeln etc. Wenn man alles sehen möchte, muss man das Spiel, glaube ich, sogar häufiger durchspielen. Aber auch noch mal sagen zu der Story, die ich erwähnt habe, beziehungsweise zu dem, was ich gesagt habe, wie die Story so aufgebaut war. Ich habe ja schon die Kritik anklingen lassen, dass mich der Tod einiger Charaktere nicht so gejuckt hat. Also den Teil hätte man definitiv besser erzählen können. Das haben andere Spiele dann doch etwas besser geschafft. Hier seht ihr mal so ein paar Charaktere halt. Kann man sich so angucken, kann man ein bisschen vergrößern. Wenn da gerade lustig zu ist. Man kann sich ein Konzeptarzt, kann man da glaube ich auch noch ein bisschen was machen. Nee, nicht mehr als das. Okay, dann gucken wir uns mal kurz was an. Gut, es funktioniert nicht mehr. Normalerweise, ich musste eine Szene neu laden, deswegen sieht der Bildschirm hier anders aus als normalerweise am Ende. Wir sind aber durch, wie ihr gesehen habt. Und zwar sieht normalerweise jetzt dieser Bildschirm komplett hell aus und man hat sozusagen die Story Plus freigeschaltet, heißt es glaube ich, den neue Spiel Plus. Da kann man eben die Story nochmal neu erleben mit allem, was man bis jetzt gesammelt hat an Skills und Waffen und das nochmal versuchen durchzuzocken.
Das war's an dieser Stelle dann auch mit meiner Zusammenfassung, meiner Meinung zu diesem Spiel und dann auch allgemein mit dem Spiel selbst. Ich bedanke mich dann bei euch mal wieder fürs Zusehen. Wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge und eventuell dann auch mit dem Selbstdurchzocken, wenn der ein oder andere da jetzt Bock drauf bekommen hat. Was wir dann jetzt als nächstes zocken könnten oder werden, kann ich an dieser Stelle noch nicht zu sagen, aber es gibt noch reichlich an Stuff, was euch erwarten wird hier auf diesem Kanal. Das kann ich versprechen. Für mich bleibt jetzt allerdings nur noch eins zu sagen, nämlich haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal und ciao.